Ja, guten Morgen. Ich dachte mir, ich gehe heute mal wandern. Bin wieder in Chiang Mai und Wetter ist super. Man könnte mal wandern gehen. Allerdings bin ich entweder vom Weg abgekommen oder das ist echt happig hier. Relativ schmaler Pfad. Ja, es geht ganz schön steil bergauf. Das ist mal eine Herausforderung. Ja, dann ein paar Bilder gibt's gleich. Ciao. Ach, das ist doch scheiße. Wo ist denn jetzt der Weg? Ich bin mitten im Dschungel. Hier geht es nicht mehr weiter. Ah, ja, der eigentliche Eingang war irgendwie gesperrt. Und dann dachte ich mir, okay, dann probier es halt einfach 10 Meter weiter. Ja, ich habe ihn gefunden. Geht auch steil bergauf, aber natürlich angenehmer zu laufen als in dem Wald. Ja, ich freue mich schon auf meinen ersten Natur-Swimmingpool. Ich glaube, da brauche ich eine längere Pause. Jo, bis dann. Muss auch mal Glück haben. 10 Baht gefunden. Yeah! Ja, ich hoffe, ich bin gleich bei den Wasserfällen angekommen. Ja. Der Eintritt kostet 100 Baht. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber 100 Baht sind nicht viel. Ja, das war doch mal ein geiler Tagesabschluss, nachdem das irgendwie so katastrophal angefangen hat mit dem falschen Weg.
war der restliche Weg zwar anstrengend, aber echt geil. So, kann ich nur empfehlen. Monk Trail hieß der Trail. Und ich weiß gar nicht, ob die Wasserfälle auch zum Monk Trail dazugehörten. Den letzten Wasserfall habe ich jetzt leider nicht geschafft. Dafür hätte ich eher losgehen müssen. Aber drei sind auch okay. Ich glaube, jetzt sind es nochmal 3 Kilometer bis zur Hauptstraße. Und dann gucke ich mal, wie ich weiterkomme. Ja, nice. Ist mir vorhin eben aufgefallen, ich bin einen Monat lang unterwegs. Ich war am 29. September in Thailand. Und heute ist der 29. Oktober. Ein Monat. Yeah, Jubiläum. Ja, dann kann ich ja nochmal die kurze Wanderung zurück. Oh, schöner Ausblick. Es sind die Bäume davor, seht ihr eh nicht. Ich bin in Bangkok gestartet und dann von Bangkok nach Singapur. Da wollte ich ja eigentlich ursprünglich starten, fand aber keinen günstigen Flug mehr. Also nochmal einen kurzen Abstecher nach Bangkok und nach Phuket. Stimmt, das war ja auch noch mit drin. Ein paar Tage Singapur. Dann ging es für mich ab nach Malaysia, erst nach Malakka. Auch eine sehr schöne Stadt. Und von Malakka nach Kuala Lumpur. Da muss ich ehrlich sagen, Kuala Lumpur war jetzt nicht ganz so mein Favorite. Da haben mir dann doch Bangkok und Singapur besser gefallen. Und danach bin ich nach Langkawi geflogen. Ja, eigentlich wollte ich dann von Kuala Lumpur nach Tioman, auf die Ostseite, auf die Insel. Aber da wurde mir ja abgeraten von einheimischen Leuten. Also habe ich dann doch die beiden eher touristischeren Inseln gemacht. Langkawi zuerst. Da hat es leider fast nur geregnet, habe ich auch nichts gewonnen dabei. Und dann bin ich nach Penang. Auch sehr schön gewesen, Penang, muss ich sagen. Georgetown, die Hauptstadt auf der Insel, die war auch sehr schön, sehr künstlerisch gestaltet. Schöne Altstadt und tolles Nachtleben. Dann bin ich von Penang nach Chiang Mai hierher. Und war dann hier ein paar Tage, zwei nur, und dann bin ich ab nach Pai. Pai. Ich habe mir Pai etwas anders vorgestellt, aber wahrscheinlich habe ich mir auch einfach nur die falsche Unterkunft rausgesucht. Ich buchte ein Hostel direkt in der Zentral. Da ist natürlich Party. Und zwar die ganze Nacht. Hauptsächlich Elektromusik. Das ist natürlich nicht so meins und auch irgendwelche besoffenen Australier und andere Ausländer, die sich dann mit Lachgas die Birne zudröhnen die ganze Nacht. War nicht ganz so mein Klientel. Von daher, wenn ihr nach Pai reist und darauf keinen Bock habt, dann sucht euch einfach eine Unterkunft, die etwas weiter weg ist, weil landschaftlich ist Pai sehr schön. Kann ich auch empfehlen. Wie gesagt, abends der Streetfood-Markt, wunderschön, kann man ganz toll essen, ganz tolle Suppen und Mango mit Sticky Rice, obwohl wahrscheinlich eins davon hat mich dann ausgenockt für einen Tag. Man kann einiges sehen in der Region. Von daher nehmt euch ein paar Tage Zeit. Jetzt bin ich zurück in Chiang Mai und werde morgen wieder nach Bangkok fliegen. Da kommen am 1.11. drei Freunde von mir an aus Deutschland. Freue ich mich schon sehr darauf und wir werden dann die nächsten 10 Tage zusammen verbringen. Und zwar geht es dann nach Koh Chang. Die hatten sich da ein schönes Hotelresort rausgesucht. Da habe ich mich jetzt auch reingebucht. Ist ein bisschen teurer, passt nicht so ganz in mein Budget. Aber dann heißt es mal nach dem stressigen Reisemonat mal 10 Tage chillen.
Das ist auch mal ganz nice. So, dann kommt man mal runter und vielleicht komme ich dann auch mal auf den Geschmack, etwas langsamer zu reisen. So, eine schöne Strecke hier, muss ich sagen. Gefällt mir, tolle Natur. Und ich glaube, jetzt habe ich genug zugelabert. Ach du Scheiße.